Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Ist das sehr laut gerade? Kommt mir gerade so laut vor. So. Ja, da sind wir immer noch im Endgame. Ich muss mich einfach ein bisschen zurechtfinden. Ich würde es jetzt auch gerne noch irgendwie durchziehen. Warum ist das gerade so laut? Meine Friese. Beruhig dich doch mal. Finde das Artefakt. Ja, dann finden wir mal das Artefakt. So. Ist das... Oh, auf anderer Fo... Ach ja, wir haben ja gar keine Base mehr hier. Oh. Wir haben ja gar keine Base mehr dort. Ich glaube, das war unser Planet, oder? So. Ich würde gerne aus dem Bildschirm... Wieso muss ich hier rüber gehen, um zu landen? Das verstehe ich immer noch nicht. Warum nicht direkt aus dem richtigen... Ne, also aus dem Flugbildschirm landen? So. Ich glaube, hier war... Auf diesem Planeten war die XB-Farm. So. So, 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 so. Da sind wir gleich. Jetzt klappern wir halt einfach alle Questziele ab und dann gucken wir mal. Mal schauen, was passiert. Ich glaube, dann kommen wir zum New Game Plus Plus quasi. Dann können wir wahrscheinlich nochmal, können wir nochmal alles resetten. Das Einzige, wo ich mir Sorgen mache, ist, dass wir halt keine geile Knarre haben irgendwie. Schade, dass wir die nicht mitnehmen konnten. Das wäre schön gewesen, aber naja. Es ist, wie es ist. So. Rein in die Hanghöhle. Ah. Ich sehe, jemand hat Interesse daran, dass wir nicht hierher kommen. Mit einer Snipe wäre das alles viel praktischer. So sehe ich da hinten nichts. Ach, Munition haben wir auch kaum. Dreck. Da oben war irgendwie ein Geschütz. Ich gehe mal kurz dahin, damit ich mir die Munition holen kann. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Sonst ist hier nichts. Okay. Okay. So. Was? Was heißt denn zu viel Last? Hä? Aber wieso haben wir denn... Was ist das denn? Oh nein, es gab ein Update von Starfield und die Mod funktioniert nicht mehr. Und jetzt können wir gerade mal unsere eigenen Knochen mitschleppen und einen Hut. Und das ist das Maximum. Oh no. Ablegen... So. Ja, okay, ich muss gucken. Teilchenzünder, ja, zumindest die Kartusche. Ich muss mal schauen, ob ich die Mod wieder lauffähig kriege. Ich habe festgestellt, Starfield ohne Mods ist halt überhaupt nichts mehr für mich. Da bin ich leider komplett raus. So. Dafür, dass wir jetzt Sternblüter sind, haben wir aber keinen so coolen Auftritt.
Ja, die anderen Sternblüter immer, hui, und wir, ne, die schleichen sich einfach an, sind plötzlich da, und wir, wo muss ich denn lang, hallo, ich bin Sternblut. Wo geht's denn hier lang? Ja, hier ist doch Sackgasse, oder? Ja. Da auch nicht. Muss ich irgendwo oben lang? Hier geht dieser Weg. Ach, da oben. So, ich muss nur ein bisschen gucken, dass wir hier nicht irgendwie in den Hinterhalt geraten. So, das hier ist gar nichts. Okay. So. Ich bin ein bisschen vorsichtiger als vorher. Mist, hab den Verteiler mitgenommen, brauchen wir gar nicht. Okay, das kommt von ganz oben. So. Den Rest können wir drauf scheißen. Was ist das da? Reaktives Messgerät? Ja, Komponenten brauchen wir nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Unsere sterbliche Hülle ist abgelegt. Naja, eigentlich nicht. Oh, Rahmen nehme ich mit. Sterbliche Höhle hin und her, aber ein gutes Rahmen. Was ist das denn hier alles? Wo waren denn diese Höhlen, als wir regulär gespielt haben? Geht's wieder nicht weiter? Was für ein Labyrinth. So, wo war denn das Geschütz? So. Bald keine Muni mehr übrig. So. Wie ich als Sternblüter einfach viel schwächer bin als vorher. Es ist einfach deprimierend. Ich musste mich noch nie so viel vorsehen hier. Vor allen Dingen, wo geht's denn? Wo? Ich weiß gar nicht mehr wo. Hanghöhle, da geht's wieder. Kommen wir da raus? Okay. Okay. Ich hätte gedacht, dass das schneller geht. Okay, hier kommen wir wieder, hier gehen wir wieder zurück. Ich hätte gedacht, dass das schneller geht. Wahrscheinlich bin ich gerade noch einmal im Kreis gelaufen. Sperrenmeister. Keine digitale, verdammte Axt. Ich fühle mich so nackt. Ich bin so hilflos als Sternenblut. Ich bin wie ein Neugeborenes. So, jetzt springe ich wieder zurück nach unten. Weil ich glaube, ich habe irgendwo was übersehen auf der Strecke oder bin falsch abgebogen. Hallo? Ich bin's, euer Sternenbluti.
Tatsächlich. Greift mich jetzt noch jemand an? Weil dann bin ich wirklich ein bisschen hilflos. Ich habe keinen Bock, jetzt die Knarren auszurüsten. Ich werde langsam faul am Ende der Straße hier. Level 30, das ist nicht gut. Schon. Okay, jetzt geht's. So, ein Artefakt down. Gut, dann können wir von hier aus gleich Schnellreise machen, gleich zum nächsten. Ich muss nochmal gucken, dass ich die Knarre wechsle, zwischendurch mal und dann, naja, wir popeln uns so ein bisschen durch halt, ne? So, auf nach Cheyenne. So. Wir popeln uns ein wenig durch. Oh nein. Na gut. Na gut. Wir schauen mal. Kälte, okay. Was ich gerade mal machen muss, was? Ich müsste mal... Habe ich irgendeine 7er? 382 Schaden, Schalldämpfer kalibriert, okay, die könnte man auch nehmen, aber, okay, die macht schon... Ah, okay, ist aber eine 50er, ich guck mal. Favorit. 2 und 3, okay. Muss mal gucken, was ich da hab. Okay, wir haben gar keine Muni für die. Schön. Gott, ist das kacke. Mann, wir hätten so... Ach man, es war so schön. Drumbeat, haben wir eine 7er? Diese hier wahrscheinlich, ne? Macht halt wesentlich weniger Schaden. Naja, wir gucken mal. Favorit 1. Wir gucken mal. Wir haben viel zu wenig Muni. Aber das finde ich immer noch cool. Low Gravity mit einem Boost Pack rumfliegen, mag ich gerne. Und ich finde auch immer noch, dass nicht alle Planeten unbedingt bedeutsam sein müssten bei Starfield. Ja, ich mag auch diese Kargen eigentlich ganz gerne. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre schön gewesen. Na gut, na gut. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht immer ganz so glimpflich davon.
Plündererbau. Ja, wir gucken mal. Wir werden Probleme mit Munition kriegen. Ich muss mal gucken, ob ich unsere Supercraft nicht irgendwie einsetzen kann. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich habe nur vergessen, wie es geht, weil ich die nie benutze. Die sind bestimmt geil, wenn man sie ein bisschen trainiert. Okay. Warum sieht es hier aus, als würde gleich irgendwas angreifen, irgendwas Großes? Ah. Hallo? Hallo? Ich dachte, das wäre ein Plündererbau. Wo sind die Plünderer? Okay, ich speichere mal wieder. Mach gar keinen Schaden. Ganz kurz mal gucken. Ja, die macht irgendwie gar keinen Schaden bei ihm. Ich weiß halt nicht genau. Oh nein, ich bin dumm. Ich hätte die hier nehmen sollen. Wieso habe ich denn die genommen? Komplett lost einfach. Was habe ich an Munition dabei eigentlich? 6,5er. Taucht die hier irgendwo? Ich kenne mich leider kaum aus. Hier. Das sollte hoffentlich gehen. Es endet hier. Okay. So. Warte, das auch noch. So. Und einmal rausziehen die Scherbe. Für die Porzellansammlung. Okay, damit hätten wir das auch. So. Schnabuli, Schnabula. Naja, wir kommen ja irgendwie vorwärts, ne? Wolf, springen wir mal dahin. Habe ich eigentlich Geld? Nee, ne? 25.000 Credits. Ha. Nee, warte mal, wo will ich denn... Ich würde ganz kurz eben mal, verlassene Mine, ich würde ganz kurz eben mal am Bau andocken. So. Sequenz! Das machen wir mal gerade. So. Du bist im UC-Raum. Andockerlaubnis für Bau erteilt. Es ist einfach so weird. Sequenz!
Es ist so weird, dass sich keiner wundert, was wir für ein Schiff sind, wer wir sind und alle. Interessiert aber auch keinen. Guten Tag, ich bin Sternblut. Ich komme aus einem anderen Universum. Wie geht's Ihnen so? Hallo? Interessiert's jemanden? Hey, mach mit dem Boostpack keinen Blödsinn. Gibt hier schon genug Flugverkehr. Ich komme aus dem Paralleluniversum. Guten Tag, wie willst geht's? Willst du Nachrichten, Fritz, ein paar auf die Fresse? Reicht dir das als Scoop? Ich denke nicht, dass ich so eine Ausdrucksweise für ein Vanguard-Mitglied gehört. Genau das ist dein Problem. Du denkst nicht. Wenn du nicht so ein lausiger Reporter wärst, würdest du nicht hier im Nirgendwo verrotten. Da ist vielleicht sogar was dran. Aber selbst wenn, du verrottest auch hier. Was sagt das dann über dich aus? Oh, wow. Du willst echt, dass ich dir den Arsch versohle, oder? Okay, jetzt reicht's. Bastion, geh dich beruhigen. Trink was. Pff, von mir aus. Holden, ich weiß, du machst nur deinen Job. Wirklich. Aber du arbeitest nicht in einem Vakuum. Wenn du langfristig hier stationiert bist, hast du jeden Tag mit diesen Leuten zu tun. Und wenn du sie schlecht aussehen lässt, mögen sie dich nicht. Lieutenant Commander Marquess, danke für die Sorge, aber ich habe SNN gegenüber die Pflicht, wahrheitsgetreu zu berichten. Das wissen Sie sicher, Holden. Ich sage ja nur, dass du etwas mehr Diskretion zeigen könntest. Deutlich mehr. Keine Sorge, wenn die nächste große Story kommt, helfe ich dir, den Scoop zu bekommen, okay? Ich denke darüber nach. Danke. Was mich wundert... Wenn du etwas Ungewöhnliches oder ja, lass mich doch... Ja, ja, nein. Ja, ja. Was mich wundert ist, wir sind jetzt im Paralleluniversum, aber wieso wiederholt sich alles? Ich dachte, wir wären einfach im Paralleluniversum gereist. Wie ist denn die Timeline da? Ist sie genau so verschoben, dass wir exakt zu dem Zeitpunkt hier rauskommen, dass wir quasi unser Universum nochmal da anfangen, wo wir angefangen haben zu spielen? Kannst du ein gutes... Ist ein bisschen überraschend, oder? Hier draußen am Rand des UC-Raums. Aber es ist einfach so... ruhig. Kannst du mir mehr über SNN erzählen? Aber na klar. Oh Gott. Das Systems News Network ist der am längsten bestehende Pressedienst. Warum der, so nah? Nun, der besiedelten Systeme. Warum so nah? Sie entsenden Reporter an alle möglichen Orte, um keine Ereignisse zu verpassen, von denen das Universum erfahren Ich kann sollte. Seine Körperwärme spüren. Natürlich ist es nicht immer leicht, dafür zu sorgen, dass die Stories in der Zentrale in New Atlantis ankommen. Unangenehm. Aber solange niemand ULG-Kommunikationssysteme erfindet, wird sich das nicht ändern. Geh weg. Geh weiter weg. Nun, so fühle ich mich auch. Die Piloten der Vanguard scheinen nichts mit mir zu tun haben zu wollen. Mhm. Und ich sehe den Koloniekrieg anders als Mr. Romek. Da bleiben mir kaum Alternativen. Weißt du, ich dachte wirklich, dass dieser freiwillige Job mir den gewünschten Karriereschub geben würde. Aber jetzt hat mich bestimmt auch noch SNN völlig vergessen. Ciao. Au revoir, wie man so sagt. Ich wollte eigentlich mal gucken... Welche Waffe hatten wir denn aktiviert? Ich muss so ein bisschen hangeln gerade. Wir können Waffen verkaufen. Wir hatten diese, glaube ich, aktiviert, ne? Die 390er. 319er meine ich. Die macht 913 Schaden. Kaliberpunkt 50. Wie viel kostet mich das? Ah, die war das. Das wird wahrscheinlich... Ah. Kundschaft. Willkommen. Guten Tag. Willkommen bei der Handelsaufsicht. Unsere Auswahl ist... Ja. Und da die Handels... Ja. Es freut mich ja, da... Ja, 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 ja. Was hast du so? Es gibt auf der ganzen Stadt... Ja. Munition. Ich... Hüllenlos oder Array? Ich hab gar... Ich kenn mich halt nicht aus. Ich hab keine Ahnung. Ich... 7000 pro Stück oder alle zusammen? Das ist exakt, was ich besitze. Ach so, 831. Ja, ich kaufe nicht mal alles. Okay. Kann ich das besser eruieren, bevor ich was kaufe? Sonst muss ich ausprobieren. Kaliberpunkt 50 MI. Ich speichere trotzdem vor nochmal. Schön, dich zu sehen.
So. Ja, natürlich. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn ich das mache, aber wir werden es herausfinden. Wir testen es auch mal. MI, genau. Natürlich ist die teure. Alle kaufen. 13 Credits habe ich noch. Ich habe voll gespeichert, keine Sorge. Ich verkaufe gleich ein paar Waffen. Schuss. Ich lade auch gleich nochmal, ne? Nicht wundern, ich teste die dann gerade nochmal. Okay. Ich glaube, die macht sich ganz gut. So, dann machen wir mal. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Selbstverständlich. So, dann mache ich mal Folgendes. Ich kaufe die MI nochmal. Halt das immer noch nicht für die beste Idee, aber naja. Und dann verkaufe ich mal... Ja, Rettungsaxt brauche ich nicht, Regulator. Ja, die brauchen wir auch nicht wirklich, ne? Die 7er würde ich nochmal behalten. Drumbeat 11er. Können wir auch nochmal behalten. 6-5er. Behalte ich mal die mit dem meisten Damage. Dass wir Optionen haben. 11er, 319. Dann kann die Drumbeat auch weg. Ich will einfach Optionen haben, wenn, ne, wenn uns die Muni ausgeht, dass wir vielleicht wechseln können und können wir mit einer anderen weiterballern. Dann haben wir ja Kaliber .50. Die ist Kaliber .50 MI. Das sind zwei verschiedene. Sollte hoffentlich funktionieren. Anzüge habe ich weggeschmissen, weil ich überladen war. Dann aber hier, das ist unser Highschool-Rucksack. Der hier ist aber eigentlich in allem überlegen, aber der hat extra Kapazität, die wir offenbar gerade dringend brauchen. Piratenangriff, Piratencharger, die brauche ich nicht. Ansonsten Ressourcen. Pigmente. Alle kaufen? Wieso kaufen? Hä? Okay, das ist schon... Ist schon richtig, aber... Hä? Okay. Na gut, scheiß drauf. Schiffsinventar. So. Wie sieht's denn eigentlich mit unseren Skills aus? Die sind alle geblieben. Wir haben noch 6 Skillpunkte. Ich weiß gar nicht, wo ich die investieren will. Ich... Ganz ehrlich, es ist mir irgendwie auch ein bisschen egal. Das hätte ich vielleicht noch vorantreiben sollen. Die automatisierten Bordwaffen haben... waren irgendwie nicht so. Die waren, naja. So, überzeugen. Ja, nun... Physisch, Körpertraining. Hier können wir vielleicht mal was machen. 100 Sturzschaden haben wir noch nicht. Okay, Schmerzgrenze. Da gehe ich mal rein. Wird reduziert. Okay, das finde ich gut. Das können wir ganz gut brauchen. Und Schaden dann leiden wir bestimmt eh noch ein bisschen. So, Boxen, Fitness, mehr Sauerstoff, besseres Schleichen, naja. Mehr Gesundheit können wir gerade sehr gut brauchen, glaube ich. So. Dann machen wir das mal. Heile 500 Schaden. Überzeugen, Dieb. Ich glaube, der Rest ist eigentlich egal inzwischen, oder? Scharfschießen können wir machen. Da gehen wir auch nochmal rein. Haben wir bald maximiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass menschliche Gegner nach ausreichend Schaden zu Boden gehen, ist um 30% erhöht. Sternblüter sind ja auch Menschen, ne? Also im Grunde genommen können wir es brauchen. Zielen, erhöht Präzision und Reichweite, wenn du ohne zu zielen schießt. Okay, mache ich aber immer. Schnelles Nachladen, Teilchenstrahlwaffe, das waren die ganzen Einzeldinger. EM, schwere Waffen. Schrotflinten. Nahkampfwaffen, okay. Das hier würde ich mal mitnehmen. So. Fügt 20 Gegner in den Zustand Ausbluten zu. Ja, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Forschung wollte ich weitermachen, ne? Eigentlich. Naja. Naja.
Das Einzige, was mich gerade wirklich wurmt, ist das hier. Das fuckt mich richtig ab. Ach, ich hatte, glaube ich, gar keine Mod dafür benutzt. Das war ein Command, ne? Oh, shit. Okay, ich muss, pass auf, ich mach Folgendes. In der nächsten Folge, wir fliegen in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, ich guck mal ganz kurz, wie viel haben wir denn jetzt noch insgesamt? Ich schau mal. Wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel, ne? Ja gut, hier haben wir Kraft aus dem Meer, hier haben wir Po zwischen den Sternen. Finde das Artefakt. 3 Artefakte haben wir noch. Vielleicht schaffen wir ja sogar nächste Folge. 2 Kräfte haben wir noch. Die würde ich auch mitnehmen und dann können wir eigentlich weiter. Wenn wir das wollen. Das Problem ist, das hier wird sich jetzt, glaube ich, ein paar Mal wiederholen. Wenn ich es richtig sehe. Oder wir müssten eventuell noch weitere Kräfte irgendwie holen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob ich das will, wenn ich ehrlich bin. Ich mache gerade noch ein paar Epilogfolgen. Wir gucken mal. Also ich würde gerne noch eine Runde mitnehmen. Dann schauen wir mal, was dann passiert. Und ja, mal gucken. Nächste Folge habe ich auf jeden Fall hoffentlich wieder Tragekapazität. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Huch, warum drehe ich mich denn jetzt immer damit? So, bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V. Tschüss.